Die Uhr fürs Grobe, die eine Uhr, die Uhr, die alles mitmacht, die ich trage bedenkenlos, die ich im Urlaub nie wechseln muss, die ich bei jeder Gelegenheit am Arm lassen kann. Diese Uhr, ist das eine Dichtung oder ist das die Wahrheit? Gibt es eine solche Uhr? Hallo und willkommen zu Watchmaxes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder reingeklickt hast. Du kennst bestimmt das Argument, ich brauche noch eine Uhr fürs Grobe. Ich denke, viele von uns haben schon eine, zwei, vielleicht auch mehr Uhren mit genau diesem Argument gekauft. Zwischen meiner Frau und mir ist das mittlerweile ein Running Gag. Immer wenn ich mir eine neue Uhr aussuche und die kaufen möchte, fragt meine Frau dann, na, ist das dann die Uhr fürs Grobe? Und wir müssen dann gemeinsam lachen. Denn am Ende weiß sie ebenso gut wie ich, dass ich keine, vielleicht eine Uhr fürs Grobe habe, weil ich es irgendwie nicht übers Herz bringe, eine Uhr wirklich so in Anführungsstrichen rücksichtslos zu tragen. Aber der Reihe nach. Viele, die Uhren sammeln, kennen das bestimmt, dass Uhren bestimmte Funktionen erfüllen sollen. Entweder haben sie einen bestimmten Platz in der Sammlung, weil es ein bestimmtes Werk ist, eine bestimmte Komplikation, eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Marke, eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Erinnerung, die damit verknüpft wird. Jede Uhr hat so eine bestimmte Position, füllt eine bestimmte Nische, nimmt eine bestimmte Aufgabe in der Sammlung wahr. Und gedanklich gibt es in meiner Sammlung auch den Platz der Uhr fürs Grobe. Was meine ich damit genau? Die Uhr fürs Grobe soll die Uhr sein, bei der ich nicht über die Maßen geknickt bin, wenn sie etwas deutlichere Gebrauchsspuren bekommt. Es soll die Uhr sein, die ich zu beinahe jeder Gelegenheit tragen kann, sei es Hundetraining, sei es Schwimmen, sei es Mountainbiken oder bei einem Freund die Gartenhütte aufbauen, Haus renovieren, Fahrrad reparieren, das Auto aussaugen, sauber machen, wenn man dann zwischen die Ritzen und Nischen muss. Es gibt also eine ganze Menge Sachen, wo eine Uhr gegebenenfalls etwas stärker beansprucht wird. Bei Schwiegervater im Garten die Hecke schneiden, die Terrasse mit dem Kercher säubern. Ihr kennt alle diese Gelegenheiten, wo man nicht unbedingt eine Vollgolduhr trägt, wo man sagt, okay, das wird dann doch ein kleines bisschen zu viel Spuren hinterlassen. Das ist so mein Einsatzgebiet für meine fiktive Uhr fürs Grobe. Ich möchte keine Sorgen um die Uhr haben. Sie soll alles aushalten, sie soll robust sein. Sie soll auch nicht am Arm besonders stören, insbesondere wenn ich Sport mache, Handwerke, ein bisschen rumbrassel. Da darf sie nicht über die Maßen stören. Und bei einem Verlust oder einer sehr starken Beschädigung, dann darf mich das zwar treffen, aber es darf mich nicht aus der Bahn werfen. Ich muss sie jederzeit problemlos ersetzen können, ohne da groß drüber nachdenken zu können. Bis zu diesem Punkt schreit eigentlich alles nach G-Shock. Die ist robust, die macht alles mit, die kostet nicht die Welt, zumindest die einfachen Modelle nicht. Ich kann wirklich ausnahmslos alles mit ihr machen. Damit wäre das Thema eigentlich an dieser Stelle abgehakt. Wenn ich nicht so ein kleines bisschen ein Uhrensnob wäre und eine Uhr, selbst wenn es nur die Uhr fürs Grobe ist, doch auch schön sein soll. In dem Sinne, dass ich sie auch über einen längeren Zeitraum gerne anschaue. Sie soll in gewisser Weise etwas Außergewöhnliches haben, irgendetwas, wo ich sage, das hat nicht jede Uhr. Und das gucke ich mir gerne an, da freue ich mich dran. Sie soll eine gewisse Wertigkeit ausstrahlen, was natürlich ein kleines bisschen im Widerspruch zu, ich nehme sie auch dran, es kann auch ruhig was drankommen, steht, aber das ist halt mein Anspruch. Und sie soll alltagstauglich sein, also alltagstauglich im Sinne von, ich möchte sie auch, wenn ich mit Freunden essen gehe oder ins Kino, anlassen können, ohne dass sie dann negativ auffällt. Eine G-Shock fällt vielleicht in dem Rahmen nicht negativ auf, aber wenn ich mit meinem Schwiegervater essen gehen würde, sehe so eine Plastikuhr am Arm für ihn ganz bestimmt komisch aus. Also
Das ist so mein Ansatz. Ich will es mal umformulieren. Es soll eine Uhr sein, die ich auch in einem dreiwöchigen Urlaub nicht ablegen muss und wo ich keine Situation habe, wo ich die Uhr wechseln müsste. Und mein Urlaub besteht zum Glück, also zu meinem Glück, nicht darin, dass ich ins Ballett gehe, in die Oper und in Drei-Sterne-Lokalen essen, sondern er besteht darin, dass ich viel wandern gehe, dass ich Sport mache, dass ich mit dem Hund draußen bin, dass ich an den Strand gehe, dass ich ein bisschen schnitze, dass ich als Konzession für meine Frau auch mal 2 oder 3 Tage mich in irgendeine Stadt begebe zum Shoppen, dass ich koche, dass ich backe und den Rest der Zeit wie ein Faultier auf dem Sofa oder dem Bett rumliege und lese und Musik höre. Das ist so mein üblicher Urlaub und da möchte ich eine Uhr haben, die das alles mitmacht und die ich auch für nichts ausziehen muss. Ja, ich habe mir, wie gesagt, schon so manche Uhr gekauft mit dem Argument, das wird jetzt die Uhr fürs Grobe. Ich habe hier, glaube ich, muss ich mich mal kurz umdrehen, 10 G-Shocks liegen, die ich auch immer mal wieder trage, weil ich einfach dann Lust auf Plastik habe. Aber eine G-Shock ist nicht die Uhr, die ich dauerhaft über Wochen trage, weil sie mir dafür dann doch nicht wertig genug ist. Eine Alternative, die ich in Erwägung gezogen habe, aber dann doch relativ schnell verworfen habe, ist eine sehr günstige und robuste Taucheruhr, so im Stile einer Orient Deep. Kostet 120, 130, 150 Euro, ich weiß nicht, wo der Preis im Augenblick ist. Oder eine Seiko 5, Seiko Sport. Etwas in dieser Art, mindestens 100 Meter wasserdicht, ein Werk, was wie ein Traktor funktioniert und was man dann auch wirklich bedenkenlos tragen kann. Da muss ich aber gestehen, in dem Bereich habe ich keine Uhr gefunden, die mir so gut gefällt, dass ich sie wochenlang, 2, 3, 4 Wochen lang ununterbrochen am Arm haben möchte. Insofern fiel auch diese Option raus. Dann habe ich überlegt, eine ältere Uhr zu nehmen. Eine Uhr, die ich schon sehr lange habe, die schon eine ganze Menge natürlicher Spuren hat. Zudem eine Quarzuhr, trotzdem 100 Meter wasserdicht. Nicht zu groß. Und zwar hat es sich dabei gehandelt um den Camel Super Chrono. Den habe ich jetzt seit über 25 Jahren. Ich habe gedacht, das könnte doch die Uhr fürs Grobe sein. Und das habe ich genau einmal probiert. Und habe sie sofort wieder ausgezogen, weggetan. Denn das ist die Uhr, die ich, bevor ich von Mönchengladbach nach Frankfurt, in den Frankfurter Raum gezogen bin, berufsbedingt, von meinen Freunden, von meinem Freundeskreis zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen habe. Das erinnert mich also sowohl an den Geburtstag als auch an die große Abschiedsparty. Seitdem habe ich die Uhr. Das ist keine Uhr, die ich bedenkenlos trage, wenn es mal ein bisschen rauer zugeht, wo mich weitere Kratzer nicht dran ärgern würden. Also das war keine gute Idee und auch keine Lösung für meinen Ansatz. Dann habe ich mich weiter umgeguckt und habe festgestellt, dass meine Sammlung damals noch stärker als heute sehr sinnlastig war. Und Sinn ist ja bekannt für gute, robuste Einsatzuhren. Also habe ich mir den EZM 3 genommen, eine Uhr, die bis 500 Meter wasserdicht ist, nicht zu groß, sehr robust, nicht zu hoch, was ja auch mir wichtig war bei der Uhr fürs Grobe, bei meiner Alltagsuhr, bei meiner immer dabei, nie Ausziehuhr. Habe es auch ein paar Mal probiert, aber ich habe die Uhr ohne jegliche Gebrauchsspuren gekauft und habe dann auch festgestellt, dass mir die Uhr eigentlich zu schade war. Gerade auch, weil sie Gebrauchsspuren bekommen würde. Die Alulünette, das Gehäuse, irgendwo habe ich gedacht, so, oh nee, das muss doch nicht sein. Und ich finde die Uhr ja optisch sehr schön und ich wollte sie echt nicht mit allzu viel Gebrauchsspuren ja runterrocken oder sowas, selbst wenn es meine Erinnerungen gewesen wären. Ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht, diese Uhr so zu tragen, wie es meine Idee meiner Uhr fürs Grobe entspricht. Gleiches gilt für die Sinn 556. Die wäre vom Tragekomfort vorher noch etwas angenehmer gewesen, aber dadurch, dass sie auch keine Drehlünette, keine Alu-Einlage hat, sondern die feste Stahllünette, wären hier die Spuren
erstens noch sichtbarer gewesen und zweitens viel schwieriger auch auszumerzen. Man kann hier keine Lünette einfach tauschen, keine Einlage einfach tauschen. Das war also auch nicht die Lösung meines Problems. Vor lauter Verzweiflung habe ich dann für ein YouTube-Video und auch für den Zweck Uhr, fürs Grobe, eine Casio gekauft, eine Casio Quarzuhr für 30 Euro. Also um es fairerweise zu sagen, für 30 Euro ist das eine hervorragende Uhr. Ist das wirklich eine tolle Uhr und man bekommt unglaublich viel für seine 30 Euro. Aber ich habe nichts bekommen, was mir so gut gefallen hat, dass ich es 3 Wochen lang ohne Unterbrechung am Arm haben möchte. Insofern war auch die Casio im Low-Budget-Bereich nicht die Antwort auf meine Frage. Auch wenn ich sie nicht als Uhr fürs Grobe gekauft habe, hat sich dann bei mir eine Uhr als eine solche herauskristallisiert. Und zwar ist es die Sinn U1. Die habe ich 2012 oder 2013 gekauft. Komplett tegmentiert, Gehäuse tegmentiert, Band tegmentiert. Und diese Uhr ist eine Uhr, die finde ich interessant genug, um sie lange, lange Zeit ohne Unterbrechung tragen zu können. Durch die Tegmentierung treten nicht zu viele Gebrauchsspuren auf. Ich habe einige geschliffene Teile am Armband, vom Meer, von der Brandung, von dem Muschelkies. Ich habe minimale Schlieren in der Entspiegelungsschicht, aber insgesamt sieht die Uhr noch wirklich hervorragend aus und sie hat wirklich alles mitgemacht. Sie hat Mountainbike-Touren mitgemacht, sie hat Hundetraining mitgemacht, sie hat Schwimmen mitgemacht, ich bin mit der Uhr Halbmarathon gelaufen, ich habe mit der Uhr beim Freund ein Gartenhaus aufgebaut, also die Uhr Flaschentauchen mit der Uhr, die hat wirklich alles mitgemacht, aber das hat sich erst über die Zeit entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass das genau die Uhr ist, die bis auf eine einzige Sache alles genau das abdeckt, was ich haben möchte. Was die Uhr nämlich nicht so 150%ig abdeckt, das ist die Flachheit, denn die Uhr ist doch relativ groß und relativ schwer. Und das ist ein Punkt, bei dem ich eine Konzession mache, weil die Uhr gefällt mir einfach sehr, sehr gut und trotz der Größe trägt sie sich immer noch sehr angenehm. Wenn ich heute nochmal mit meiner jetzigen Sichtweise, beim jetzigen Wissen die Entscheidung treffen würde, würde ich wahrscheinlich eine voll tegmentierte U50 nehmen, die noch etwas kleiner, etwas flacher an meinem Arm ist. Aber da hätte ich wieder das Problem, es ist eine brandneue Uhr und die müsste erst sich beweisen im Alltag, bevor ich ihr bedenkenlos den Platz der Uhr fürs Grobe in meiner Sammlung zugestehen würde. Insofern ist es die U1, bleibt es die U1. Ich hätte noch einen zweiten theoretischen Kandidaten für diesen Platz, und zwar ist das die UX, die durch die Ölfüllung und das Quarzwerk noch einen Tick unempfindlicher ist. Allerdings habe ich keine Standard-UX, sondern ich habe eine UX Sansibar. Und das sind mittlerweile Modelle, die sehr gesucht sind, die es kaum noch gebraucht zu kaufen gibt. Neu schon lange, nicht mehr, eh nicht mehr. Und das ist dann auch keine Uhr, die ich irgendwelchen größeren Risiken aussetzen müsste, obwohl die Uhr es als solche mega locker wegstecken würde. Ich mag diese Uhr gerade, weil sie limitiert ist und weil ich sie nicht ohne weiteres ersetzen kann, nicht bedenkenlos tragen. Ich würde mit ihr zum Beispiel auch nicht Flaschentauchen gehen. Denn wenn irgendwas passieren sollte, Band löst sich, bleib irgendwo hängen, was auch immer, dann ist die Uhr weg und die kriege ich dann auch so schnell nicht wieder. Ja, insofern, mein Fazit aus der ganzen Geschichte. Es gibt die Uhr fürs Grobe. Es ist kein Mythos, es ist kein Märchen. Für mich ist es die Wahrheit, aber man kann sie, nein, falsch, ich kann sie nicht einfach so kaufen. Ich kann nicht bestimmen, du bist es, sondern die Uhr entwickelt sich dazu. Sie wächst in diese Position meiner Sammlung herein und nimmt sie dann quasi auf natürlichem Wege an. Und deshalb glaube ich, dass der Kauf der Uhr fürs Grobe, der Neukauf, sei es jetzt neu im Laden
oder neu in der Sammlung als gebrauchte sehr schwierig ist. Für mich ist es so, jede neue Uhr ist für mich auch emotional etwas Besonderes. Ich freue mich extrem darüber und ich behandle auch jede neue Uhr, die ich habe, zunächst einmal sehr vorsichtig und gucke, dass nichts dran kommt. Und das ist genau das, was bei einer Uhr fürs Grobe eben nicht sein soll. Insofern kann das für mich keine Uhr sein, die ich meiner Sammlung, ob jetzt Laden neu oder gebraucht, neu hinzufüge, sondern es muss eine Uhr sein, die aus der Sammlung heraus in diese Funktion wächst. Und das ist, wie gesagt, bei mir die U1. Mich würde interessieren, wie ihr darüber denkt. Glaubt ihr, dass es in eurer Sammlung, in eurem Alltag, in eurem Setup Platz für eine Uhr fürs Grobe gibt? Und falls ja, wie handhabt ihr das? Bestimmt ihr die? Kauft ihr die? Könnt ihr eine neu gekaufte Uhr so bedenkenlos tragen? Oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Definition dafür? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da mega neugierig. Würde mich freuen, wenn wir da in Dialog kommen. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf mein nächstes Video. Bis dahin, tschüss, euer Axel.